Ihr seid unzufrieden mit der Audiolösung der PSVR 2? Dann habe ich was für euch. Nach dem Intro. Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Wer neu auf meinem Kanal ist und mich noch nicht kennt, ich bin Sebastian und ich würde mich mega freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Und wenn euch das Video am Ende gefallen hat, gerne ein Like raus. Würde mich mega freuen, unterstützt auch meine Arbeit und Kommentare sind auch immer wieder willkommen. Ja, kommen wir direkt zur Sache. Also, ich war von Anfang an nicht begeistert von der Audiolösung, die uns Sony hier mit der PSVR 2 präsentiert hat. Mit diesen In-Ear-Kopfhörern, die beim Aufziehen erstmal immer rumbaumeln, die fallen mir im Spielen immer wieder raus und sind meiner Meinung nach auch unhygienisch. Man kann die Ohren sauber haben, wie man möchte. Hier werden sich immer Rückstände finden und das ist einfach, ja, besonders wenn mehrere Leute das benutzen, ist einfach widerlich. Muss nicht sein. Und da habe ich mir immer eine Audiolösung gewünscht, wie bei der Valve Index, wo wirklich Kopfhörer so oberhalb von den Ohren schweben, sage ich einfach mal, und uns dann mit der Musik oder den Sound beschallen. Und ja, so eine Lösung bietet uns Bobo VR jetzt an. Und da freue ich mich mega drauf. Ich bin gespannt, wie das Ganze ist. Nur vorab, ich bin ich mag gerne guten Klang. Ich bin aber kein audiophiler Mensch. Also es gibt ja zwischen Leuten, die guten Sound auseinanderhalten können, gut, schlecht, mittel. Und dann gibt's ja noch Leute, die man sagt auf gut Deutsch, die gucken einen Floh in den Arsch. Und so einer bin ich nicht. Ich kann unterscheiden, guter Bass, gute Höhen, schlechter Bass, schlechte Höhen. Und das war's dann aber auch schon, ne? Also nur mal vorab, dass ihr Bescheid wisst, dass ich hier jetzt kein wirkliches audiophiles Review mache. Wir machen hier jetzt ein Unboxing von den AP2 Open-Ear Headphones von Bobo VR. Wir montieren die, dann werde ich eine kurze Testphase mir die Dinger mal anhören und dann kriegt ihr mein Ersteindrucksfazit geschildert und könnt dann entscheiden, kaufe ich die nicht, lohnt sich das. Das werde ich natürlich auch noch sagen. Wir schauen uns jetzt, bevor wir mit Unboxing anfangen, die Seite an. Was kostet das? Wo könnt ihr das bestellen? Und ja, dann legen wir dann auch los mit dem Unboxing und der Montage. Aber schauen wir uns erstmal die Homepage an und die Amazon-Seite. Ja, hier sind wir auf der Amazon-Seite und die Teile kosten 45,99 € und für gute Kopfhörer muss man teilweise bis zu, ich glaube, meine Beyer Dynamic haben damals irgendwie 230 € gekostet. Muss man leider anlegen, wenn man richtig, richtig guten Klang haben will. Und 45,99 € ist dann im Vergleich dazu nicht viel. Man muss natürlich gucken, wie hört sich das Ganze an. Und also hier sehen wir auch, wie die Kopfhörer über dem Ohr schweben. Und das ist genau das Angenehme. Manche Leute mögen nicht, wenn wirklich permanent was auf den Ohren oder in der Umgebung drauf liegt und manche Leute mögen nicht, wenn in ihr Kopfhörer eingesteckt werden und für diese Leute ist das perfekt. Man hat keinen Kontakt, man zieht die direkt an, die Brille, richtet die eventuell nochmal aus, das kann man echt gut machen, dann sieht auf jeden Fall so aus, dass das ein schönes Kugelgelenk ist, wo ich das ausrichten kann und mir die perfekte Position aussuchen kann. War bei den Valve Index auch immer so, dann musste man kurz ausrichten und schon hatte man den perfekten Klang. Und es kann nichts mehr rausrutschen aus dem Ohr. Man hat immer schön permanent eine gute Beschallung. Und ja, hier wird auch noch mal davon berichtet, dass man zusätzlich 30 Gramm nur mehr hat. Die Teile wiegen wohl 75 Gramm und die originalen In-Ear-Kopfhörer natürlich runtergerechnet. Dann hat man 30 Gramm mehr mit denen und das ist echt nicht viel. Das wird man auch auf keinen Fall merken, besonders nicht bei diesem Halo-Strap. Da muss man schon richtig, richtig scharfe Sinne haben, wenn man diese 30 Gramm mehr auch feststellen kann. Ja, wie gesagt, die kosten hier 45,99 €. Ich werde euch unten in die Beschreibung Affiliate-Link packen. Wenn ihr meine Arbeit unterstützt, könnt ihr das nutzen. Könnt ihr eigentlich immer nutzen, wenn ihr wollt, zu verschiedenen Produkten, die ich so vorstelle. Und ich bekomme dann eine kleine Provision. Ihr zahlt nicht mehr und ihr unterstützt dadurch meine Arbeit. Ja, Leute, dann gibt's aber auch noch die Bobo VR-Seite. Und da kosten die Teile 50,95 €. Und sie sind momentan scheinbar überall ausverkauft. Kann auch sein, dass die aktuell noch gar nicht so richtig gestartet sind. Ich bin mir noch gar nicht sicher. Die sind relativ neu auf dem Markt.
Und ja, da muss man jetzt den richtigen Zeitpunkt abwarten. Ich werde auf jeden Fall einen Affiliate-Link erstellen und euch auch die Bobo VR-Seite zur Verfügung stellen. Schaut, wo die einfach lieferbar sind und dann schlagt auch zu. Ich musste bei mehreren Sachen, wenn ich die bestelle, auch immer genauen Zeitpunkt abpassen, weil teilweise sind die Sachen jetzt im VR-Bereich so oft ausverkauft, ist einfach Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob es wirklich am Materialmangel liegt, dass die Dinger nicht schnell genug produziert werden, oder ob wir so viele VR-Bekloppte jetzt haben, die so wie wir alles kaufen. Ne? Das weiß man natürlich nicht. Ist natürlich schön, wenn die Verrückten, sage ich immer so gerne, immer mehr werden. Und dann haben wir natürlich ja irgendwann den Mainstream erreicht, wenn wir da auch noch sehr, sehr, sehr weit weg sind. Ja, Leute, das ist der Preis. 46 Euro hier auf Amazon und bei Bobo VR halt 50, ein paar gequetschte, 95. Und jetzt gehen wir mal zum Unboxing und zur Montage. Ja, Leute, kommen wir zum Unboxing. Und ja, wie immer bei Bobo VR haben wir hier eine kleine Anleitung, wie das Ganze montiert wird. Hier haben wir einmal die technischen Daten. Ich kann mal ein bisschen ganz kurz drauf eingehen. Also wir haben einmal die Größe von den ganzen Teilen, dann das Gewicht mit 75 Gramm, dann haben wir die Power sind 3 Milliwatt, dann Audio-Input ist halt ein 3,5 mm Klinkestecker, dann haben wir 18 Ohm Lautsprecher, ne? Sind die nochmal erklärt. Der Frequenzbereich ist von 50 bis 5000 Hertz angegeben und Sound Pressure Level 121 Dezibel plus minus 3 Dezibel mit einem Frequenzbereich 1 Kilohertz. Wie gesagt, ich bin kein audiophiler Mensch, ich kann mit diesen Daten auch nur gewissermaßen was anfangen. Gibt mit Sicherheit bessere Lautsprecher oder Kopfhörer, wenn man das mit anderen vergleicht, auch den Frequenzbereich. Aber ich habe so schlechte Ohren, ich höre diese ganz, ganz hohen Sachen sowieso nicht mehr. Also ich habe kein gutes Gehör. Ich bin halt einer der ja Walkman-Generation, falls euch das noch was sagt. Ja klar, die Zuschauer hier sind ein bisschen älter. Und ja, ich habe damals sehr, sehr, sehr laut Walkman gehört und habe mir dadurch wahrscheinlich auch sehr, sehr viel kaputt gemacht. Das nur mal dazu sollte man nicht machen. Man sollte immer schauen, dass man seine Ohren nicht zu sehr belastet. Ja, schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Ich höre auch die ganze Zeit hier, irgendwas rutscht hier rum, gucken wir uns gleich mal an. So, hier haben wir sie, sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Wir haben hier diesen Bügel, der hinten montiert wird, zeige ich euch gleich bei der PSVR 2. Und ja, dann nehmen wir jetzt mal hier so die Teile raus. So, und jetzt schaue ich mir aber erstmal an, was da rum rutscht. Ah, eine kleine... Ah, das war der Klinkenschutz. Der kommt hier drauf, dass der Klinkenstecker so ein bisschen geschützt ist. Hier seht ihr das. Ja, braucht man nicht unbedingt. Was soll an den Klinkenstecker jetzt kaputt gehen? Also, so, hier haben wir auf jeden Fall den Bügel. Der wird hinten aufgesteckt, wird dann hier einmal geklickt, hier auf der Seite mit Plastik. Und hier wird er eingesteckt und bekommt darüber die Audiosignale. Hier haben wir halt die Kopf- oder die Lautsprecher, eher gesagt, Kopfhörer, Lautsprecher kann man sehen, wie man möchte. Die sind auch nochmal mit links, seht ihr das? Schwer zu sehen, da links und auf der anderen Seite rechts, damit man weiß, auf was man sich hier einlässt und wo man die hinbauen muss. Aber ihr werdet gleich sehen, wenn wir den jetzt hier abmontieren, man kann den nicht anders draufstecken. Also es ist unmöglich. So, haben wir auf jeden Fall hier den Originalen. Ich werde den jetzt hier mal ausklicken. So, einfach ziehen, leicht. Und schon haben wir das originale Teil. Kann man das originale Teil entweder in die Bobo VR-Packung stecken oder halt auch bei der PlayStation. So, jetzt haben wir den Ring halt hier. Und ja, man kann den jetzt nicht anders aufstecken. So wäre ja ein bisschen dämlich. Von daher packen wir es einfach so, wie es sein soll. Einfach drauf. So, da muss man das Loch anpacken. So, und dann wird einfach hier einmal drauf gedrückt und schon sind die hier fest. Und dann haben wir hier die Halterung. Die zieht man hier so hoch und dann ist der
schon bereit zur Montage. Und den legen wir jetzt einfach hier so drüber. Hier. So. Und dann wird diese Lasche einfach nach unten gedrückt und dann eingerastet. Ich versuche euch das zu zeigen. So, habt ihr gehört? Zack, klick. Und schon ist das Ganze fest. Und wie ihr seht, man kann die schön verstellen. Auch in der Höhe. Das ist auch ganz wichtig, weil es gibt so viele verschiedene Kopfformen, Ohrformen. Und dann ist das Ohr einmal hier, dann ist das auf dem Rücken. Nein, aber wie gesagt, das muss schon gut anpassbar sein, sonst bringt das alles nichts. Und ja, jetzt zeige ich euch das nochmal hier. Also hier die Lasche ziehen. Hier. Muss man einmal so ein bisschen mit dem Fingernagel drunter und dann kann man das anheben. Und ja, dann machen wir den wieder hier rüber. Ja. So. Und dann auch wieder einfach nur, hier seht ihr, einklicken. So. Und schon ist das Ganze fest. Und die werde ich jetzt mal ausprobieren. Ich teste das mal ganz kurz jetzt hier so on the fly. Schaue ich mal, wie ich die hier am besten positionieren kann. Aber sieht schon mal ganz gut aus. Und man kann die dann halt auch ein bisschen weiter weg oder ein bisschen näher ran, wie man halt am liebsten das hat. Wenn einer jetzt sagt, oh, ich möchte das nämlich auf keinen Fall berühren, das stört mich nur, kann man das so machen. Wenn man aber will, dass man die so ein bisschen näher ran hat, kann man die auch näher ran halten und ja, scheint auch gut zu halten und es geht nicht zu leicht und auch nicht zu schwer. Ist meiner Meinung nach genau richtig dosiert hier, diese Halterung. Und da kann das dann jeder anpassen, so wie er das haben möchte. Und so sollte es ja auch sein, dass man das perfekt ja an die Bedürfnisse anpassen kann. Und sieht auch vom Look her super aus. Also das passt einfach. Könnte es original sein. Wenn jetzt hier nicht Bobo VR draufstehen würde, würde man denken, boah, da hat Sony aber richtig was rausgehauen. Haben sie richtig gut gemacht. Nein, ist eben nicht so. Das hat Bobo VR gemacht. Und jetzt werde ich das testen und dann sehen wir uns gleich wieder und dann komme ich zu meinem Fazit. Bis gleich. Ja, Leute, ich habe die Bobo VR Kopfhörer jetzt getestet und kommen wir zum Groben erstmal. Also, Montage top. Komfort ist top. Also ich kann die Teile überall schön ausrichten, wohin auch immer mein Ohr ist. Ne? Ich kann die super schön anpassen. Und also das ist top. Also das vom Gesamtpaket her super. Auch das Design, schaut euch das mal an. Das ist ja passt einfach. Ne? Also designmäßig haben sie die richtig geil gemacht. Also für mich sieht das so aus, als ob das Original wäre. Also das ist top. Jetzt komme ich aber zum Klang und ich finde, Klang zu beurteilen und ja, wirklich eine Note zu geben, sehr schwierig, weil es gibt immer verschiedene Vorlieben. Ich bin ein Mensch, ich mag eine neutrale Abstimmung am Kopfhörer. Ich habe deshalb auch mir die DT880 von Biodynamic damals geholt, weil die halt eine sehr neutrale Abmischung haben. Ich mag nicht, wenn irgendwas sehr dezent ist, sehr dezent oder sehr heraussticht. Also es darf nicht überproportional, sage ich mal, ein Bass sein. Es darf aber auch keine Höhe überproportional sein und so weiter und so fort. Und ja, so kann ich das für mich am besten erklären. Wie schon vorab gesagt, ich bin kein audiophiler Mensch, aber von normaler User her sollte das dann so auch verstehen. So, und ich habe hier jetzt das Gefühl gehabt, dass die zu höhenlastig sind. Und wenn was höhenlastig ist, kommt es mir oft ein bisschen so blechern vor. Mir fehlte dann halt der gewisse Punkt, wo ich sage, jetzt ein bisschen kräftigerer Bass, dann hätte der Kopfhörer mich. Also dann würde ich sagen, wow, ist bei dem jetzt nicht so. Also ich konnte das verbessern, indem ich die Zentrierung ein bisschen nochmal ein bisschen schöner auf die Ohrmuschel gesetzt habe, ein bisschen näher ran, war es perfekt. Aber ich vergleiche diese Kopfhörerlösungen immer mit zwei Dingen. Einmal mit den Wolf Index Kopfhörern, die ja über dem Ohr schwebten und also perfekt. Dieses Audiosystem war meiner Meinung nach perfekt. Dann noch die Soundlösung von Modicap Cavitec.
die ich euch schon öfters gezeigt habe, werde ich auch nochmal vielleicht am Ende im Abspann einblenden lassen. Könnt ihr mal raufschauen. Das ist eine Firma aus dem Schwarzwald von Bernd. Grüße gehen raus. Auf jeden Fall, diese Kopfhörerlösungen waren perfekt, lagen aber auch wirklich auf, das waren Over-Ear-Kopfhörer, ne? Aber trotzdem, perfektes System, perfekter Klang, super. So, und damit messe ich das immer. Und hier habe ich eine gute Lautstärke, habe ich euch ja eben gesagt, 121 Dezibel plus minus 3 Dezibel. Diese Marge hat man immer drin, ne? Prozentual, dass man gleiche Abweichungen hat. Aber von der Lautstärke kann ich hier überhaupt nichts sagen. Ich habe das ganz laut gestellt und habe Shooter gespielt, Musik gehört. Und das ist dann teilweise mir schon zu laut. Wenn ich es leiser drehe, so auf mittlere Stufe, kommen bei mir die Shooter-Sachen nicht mehr so gut rüber. Ich muss schon so auf 3/4 oder 90% stellen, wo ich sage, ja, okay, jetzt höre ich auch ein bisschen, dass es mir Spaß macht. Und wenn ich es zu laut hatte, waren die Höhen zu präsent und die Bässe halt, ja, da fehlte halt was. Und das ist das, wo ich sage, okay, wenn ich den Klang jetzt von 5-Sterne-System bewerten soll, würde ich dem 4 Sterne geben, weil mir der Bass fehlt. Das i-Tüpfelchen Bass, wo ich sage, ja, geil. Und wenn es das hätte, wäre es das perfekte System. So kriegt's halt ja von 5 Sternen nur 4 Sterne von mir. Es kann aber auch sein, dass die Leute da draußen das genauso mögen vom Klang her und sagen, ja, geil, gefällt mir. Ich weiß nicht, was der Sebastian hat. Also, aber ich empfinde das so und würde mich halt freuen, wenn da halt noch ein bisschen mehr Bass da ist. Wenn die PlayStation jetzt einen Equalizer hätte, einen ganz normalen Equalizer, könnte man sich das perfekt anpassen. Und ja, ich habe aber in den Einstellungen rumgesucht und habe da aber auch nichts gefunden. So, also, tolles System, sieht top aus, komfortmäßig super geil. Man kann auch damit Spaß haben, also ich habe damit auch gespielt und man kann Zombies orten und so weiter. Aber für mich zu sagen, ja, das ist die optimale Nonplusultra-Audio-Lösung, fehlt halt was. Und das ist meine Einschätzung jetzt, meine ehrliche Einschätzung. Ich hoffe, es ist okay. Sollte man mir nachsehen. Gerne mal, wenn ihr das getestet habt, gerne mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Vielleicht sagt ihr auch, ich weiß gar nicht, was du hast, die sind perfekt. Aber wie gesagt, das ist komplett individuell. Mir fehlte das jetzt. Für mich waren die Höhen zu präsent. Das ist mein, Ersteindrucksfazit und ich werde natürlich da ein bisschen noch weiter experimentieren mit, aber so habt ihr mal einen Eindruck von mir und ja, dem könnt ihr vertrauen oder auch nicht, aber ich glaube, ich versuche immer sehr, sehr ehrlich zu sein und das sollte man auch immer, weil ihr gebt sehr viel Geld dafür aus. Ja, ich habe auch schon so viel Geld hier in das Ganze investiert, wie auch alle VR-Fans da draußen und da sollte man auch immer ehrlich sein. Ja, Leute, Dankeschön fürs Zuschauen und ich würde sagen, gerne mal unter die Kommentare, was ihr dazu sagt. Und dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.